Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute geben wir dem BMW hier Starthilfe und ich zeige euch, wie es geht. Also, wenn ihr entsprechend blöd steht, dann macht schon mal die Warnblinkanlage an, beide Hauben auf. Hier haben wir viel Glück. Der Audi hat vorne den Port und der BMW hat hinten die Batterie. Ja? Ich denke zwar, dass wir deswegen Gewichtsverteilung gemacht haben, aber es kommt uns entgegen. So, jetzt übergebe ich an den So, der Audi hat hier den Masseport. Zur Not müsst ihr halt in der Betriebsanleitung lesen, ja. Da gibt es auch bald ein Video über den unruhigen Leerlauf, aber wir wollen bei der Sache bleiben. Plus, Minus. Zuerst schließt ihr den Pluspol an. Einmal hier. Und einmal hier. In welcher Reihenfolge? Ja, da gibt es ja Mythen. Ich halte mich da raus. Wichtig ist, dass ihr die Plusleitung zuerst legt. Wenn ihr dann nämlich, angenommen, ihr legt Masse, ja, ihr verbindet die Fahrzeuge mit der Masse, ja, und dann schließt ihr hier Plus an. Oder machen wir es noch schlimmer, am Spenderfahrzeug. Der Motor soll natürlich laufen, während ihr Ladehilfe gibt, ja. So, jetzt habt ihr hier Plus angeschlossen und Minus liegt auch schon an. Und kommt jetzt hier irgendwo auf Metall, dann fliegen die Funken. Also ich appelliere immer ans Verständnis, ja. Wenn ihr Plus zuerst verlegt habt und kommt dann irgendwo mit dem Pluspol hier am anderen Fahrzeug auf Metall, passiert nichts. Okay, hier wieder. So, das sind jetzt schon erschwerte Verhältnisse, ja. Wir müssen den kleinen Halbleiterkasten hier, wie auch immer der heißt, den müssen wir mitnehmen. Und in so einem Fall, wenn er nur auf einer Seite rankommt, ja, dann müsst ihr halt gucken, auf welche der beiden Klemmenseiten hier das Kabel geht. So, machen wir weiter. Go. Genau. Es ist nochmal runtergesprungen. Also nochmal nachlegen. So, okay. Und dann gehen wir hier auf den Massenport. Aber wie du willst, ja. Also ihr habt da mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt auf Minus gehen oder auf den Massenport. Also eigentlich ist auch das hier genau genommen dafür vorgesehen. Ja, hier sind richtig schön Klammern. So, und jetzt gehen wir rüber auf Masse. Okay, wenn jetzt die Funken nicht fliegen, habt ihr alles richtig gemacht. Warum machen wir das? Der Junior hat erst die Batterie gewechselt und dann die Lichtmaschine. Und dann war die Batterie leer. Und jetzt hat er natürlich... Ja.